Michael ist einfach ein Animatronic. Personality? Ja. Ich bin Mogus. Der Mogus. Und Max ist einfach Silver Chariot. Mogus auf dem Amogus. Witzi, du bist Among Us auf dem Amogus. Seid ihr ready? Nee. Ja. So, gut zuhören. Das ist sehr lustig. Warte. Okay, ich höre zu. Talking Points. Scheint so, als hätten wir heute die geballte Ladung historische Kompetenz bei uns zu Gast. Kommt schon, legen wir los. Zuerst müsst ihr euch witzige Präsentationstitel für die anderen ausdenken. Das wird super. Jetzt müsst ihr euch einen der Titel auf eurem Gerät aussuchen. Das wird der Titel von eurer Präsentation. Was? Was zum F***, Alter? Alter, oh, das Bein ist so gut. Dankeschön. Schön. Du wirst als erstes präsentieren. Und du wirst der Assistent sein. Was genau gleich zu tun ist? Gute Frage. Als Redner wirst du gleich mit den Folien konfrontiert, die dein Assistent für dich ausgesucht hat. Wenn du eine Folie mit Text siehst, lies den Text einfach vor. Als Teil deiner Präsentation. Und behalt die Zeit im Blick. Wenn du eine Folie mit einem Bild siehst, sag einfach irgendwas. So lange, bis es Sinn ergibt. Du kannst übrigens auch auf den Folien etwas anzeichnen oder schreiben. Ich dachte ganz kurz, ich schreibe es fast. In Echtzeit ausgesucht. Klick auf Weiter oder Zurück, um mehr Optionen zu bekommen. Alle Präsentationen werden genau so ablaufen. Eine kurze Begrüßung. Den Titel. Ein Bild. Ein Textabschnitt. Ein Bild. Ein Textabschnitt. Ein Bild. Und Dankeschön. Und währenddessen reagieren alle anderen auf die Rede in Echtzeit. Die Punkte basieren nicht nur auf dem Wert. Es ist genauso wichtig, wie oft der Knopf gedrückt wird. Also, drückt die Knöpfe, Freunde. Und das war's schon. Knopf drücken bedeutet, es wird schneller vorbei sein, als du gucken kannst. Okay. Hey, Assistent, du kannst schon mal das erste Bild raussuchen. Und für den Wenn man Redner, gar nicht drückt, dann heißt es dann von schlecht. Du hast die Kontrolle über die Folien. Drück also den Knopf, wenn du bereit bist, vorzutragen. Das wird geil. Hallo, mein Name ist Iggy Elch und ich rede heute über, ich will ja nicht angeben, aber ich bin weltweit der Einzige, der 100% Steam Achievements hat. Ja, und das macht natürlich die meisten Leute übelst sauer. Seht ihr das? Das passiert, wenn man sauer ist, ja? Das ist so. Ja, was passiert mit euch? Wow. Ihr fragt es nicht, warum ich mich so gut auskenne. Und nun ja, ich habe 100% Steam Achievements. Ich werde deswegen täglich von meiner Mutter angeschrieben, weil ich kein Leben habe. Seht ihr? Das Einzige, was bei diesem Bild falsch ist, dass in Wirklichkeit meine Mutter so aussieht, ja? Das ist das Einzige. Aber ansonsten ist das Bild komplett akkurat. Jeder muss sein Teil dazu beitragen. Das hier könnt ihr auch machen. Scheiß auf Leute, die mehr Steam Achievements wie ihr habt, weil ihr habt 100% Steam-Erfolge. Vielen Dank für das Liebe, übrigens, dass unsere Hände einfach unsere Profilbilder sind. Wir sehen uns das nächste Mal. Feuer das. Okay, die Hälfte eurer Punkte ist abhängig davon, wie oft Leute eine Wertung gegeben haben. Max, er hat mich gar nicht bewegt. Spielt alles keine Rolle. Ja, man schätzt mich. Und die andere Hälfte hängt von den Werten des Grafen ab. Ihr wisst, wie Grafen funktionieren. Alles zusammengezählt. Neu am Ende. Das ist eure Punktzahl. So gerade. Nicht vergessen, der Assistent bekommt natürlich auch Punkte. Während die Rede noch gut in Erinnerung sitzt, lasst uns doch schnell den Kommentar schreiben. Wir schreiben einen Kommentar. Jetzt ist die Zeit. Ja, passt nicht hin, aber egal. Du bist dran. Mitzi und Max. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an. Hallo, mein Name ist Just Muritzika und ich rede heute über mein erster Job, der Handjob. Das geht schon mal hoch. Also, es hat alles so angefangen. Also, ich wurde angerufen, so basically auf WhatsApp. Dann hat so ein Kollege gefragt,
ja, ey, kannst du mal kurz rüberkommen, ich hätte da einen Job für dich. Und dann habe ich so gefragt, ja, was war das denn eigentlich so? Und dann meinte er, naja, du könntest vielleicht mal Hand anlegen. Perfekt. Ja, aber der erste Eindruck täuscht. Oh. Denn eigentlich, ich dachte, der ist so ein richtig krasser, fetter Typ, aber er war eigentlich ziemlich zuckersüß. Bedeutet, mit meinen Händen konnte ich ihn dann ziemlich leicht unterkriegen. Bin ich dadurch ein besserer Mensch? wie wir an diesem Baby sehen, das ist sehr enttäuscht. Also würde ich sagen, nee, ich habe mich verschlechtert. Mein Handjob war kacke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ich wünschte, ich könnte mehrmals über solche Sachen erzählen und deshalb sage ich jetzt Armut. Ich hab's kaum verstanden. Lass uns mal das Diagramm anschauen. Ich zeichne so. Lieber Alter. Du musst dich auch beeilen, Max. Oh, Junge. Alter! Boah, das ist voll krass. Ich hab Angst. Zeig's ihm! Oh ja! Oh nein! Nein, nein, das Bild. Ich will. Okay. Zum Platze! Mike, bist du bereit? Okay, ja. Los geht's. Hallo, mein Name ist Katze und ich rede heute über... Nach all den Jahren in meinem Versteck hat mich der Imposter endlich gefunden. Ja, der Imposter war nämlich in meinem Geschenk versteckt. Er hat sich im Geschenk versteckt. Es stellt sich heraus, dass ich die Frage lieber so formulieren müsste. Wie kann ich meinen Hund vor dem Imposter schützen? Normalerweise werden ja Pets nicht von den Imposter getötet, sie sitzen da einfach da, aber man muss da auf Nummer sicher gehen. Ein kleines Gesicht, was mir einfällt, passend zum nächsten Bild. Die Pets in Among Us sehen ein bisschen komisch aus. Geiles Gesicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe mich jetzt hängen. Dann schauen wir mal, wie es lief. Statistisch gesehen. Oha, nicht so gut. Habt ihr den Ehrenmannpreis gegeben? Essen, ne? Hä, wo ist eigentlich Ingi? 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 Ingi ist auch noch beim ersten Dings. Ich glaube, bei ihm funktioniert sein Internet nicht. Okay. Hallo, mein Name ist Just Muezika und ich rede heute über das Thema eine intime Diskussion über die Existenz von Silent Hill. Das war von mir. Ja, die Leitfrage natürlich, gibt es Silent Hill wirklich? Ja, also wir fangen wir erstmal ganz, ganz am Anfang an. Ich weiß jetzt nicht, wer Silent Hill entwickelt hat, ja? Aber da gab's so einen komischen Pakt. Ihr müsst euch vorstellen, die Entwickler von Silent Hill und der Bürgermeister von Silent Hill, ja? Die saßen quasi so an einem Tisch und dann hat sich der Entwickler so gesagt, ja, wir machen ein Spiel aus eurer Umgebung. Und er wurde so ein bisschen unter dem Tisch, ein bisschen illegal, so ein bisschen bezahlt, ja, so ein bisschen die Drogen, die Bitches, ne? Ja, als Experte auf dem Gebiet ist es meine Pflicht, euch darüber aufzuklären. Ja, ich meine, wer kennt das nicht? Rechts neben euch sitzt Minecraft Steve. Und ja, eure Frau findet das nicht so geil. Selbst euer Kind versteht das nicht. Ihr denkt euch jetzt, was hat das mit Silent Hill zu tun? Nun ja, eigentlich gar nichts, aber ich muss ja hier irgendwie auf die 10 Minuten kommen. Ja. Genug ist genug, und zwar aus einem einfachen Grund. Super Smash Bros. Ich Smash Bros. Also, um nochmal auf Silent Hill zurückzukommen. Ja, es gibt Silent Hill wirklich. Auf diesem Bild im Hintergrund sieht man den Nebel von Silent Hill und diese Fäuste, die schließen darauf hin, dass es dort einen epischen Kampf gab. Aber welchen Kampf gab es dort? Ganz einfach. Creepypasta Punch gegen Mythenakte. Versteht ihr mich? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Damen und Damen und Damen und Damen und Damen und Damen. So, zählen wir mal alles zusammen. Alter! Junge, wir hatten da die ganze Zeit gespammt. Das war einfach witzig. Wer kennt das nicht? Neben euch sitzt Minecraft Steve. Da muss ich ganz allein. So, ich weiß schon genau, was ich schreibe. Okay, du weißt, wie es hier läuft.
Mich dann die Präsentation halten oder was? Ja, du bist ja Assistent, du musst jetzt improvisieren. Okay. Du musst einfach gar nichts sagen, wir lassen einfach die Bilder sprechen. Du machst einfach Ah, okay, ja. Hallo, mein Name ist Iggy Elch und ich rede heute über... Ja? Warum Mike's Score letzte Runde zu 100% eure Schuld ist. Tut mir leid, dass ich's halten muss, aber... Ja. Also hier sehen Sie den einen, der da unten raussticht. Das ist nämlich Mike und er hat einen sehr herausstechenden Humor, den die anderen Menschen leider nicht verstehen können und deswegen ist die Mehrheit schuld. Hey, Mike, da kann man nichts machen. Also, ja, was soll ich da noch sagen dazu? Das war einfach abartig lustig und die anderen konnten es halt nicht verstehen, weil die keinen Humor haben. Ja, Darm. Dieser Fakt wird euch einfach umhauen. Und zwar machen wir das mit den Hatern von Mikes Präsentation. Wer votet eigentlich gerade gar nicht? Ingi. Ist er nicht da, oder? Und zwar das hier. Das wird mit den Hatern von Mikes Präsentation gemacht. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Alter, bis es Frauen drin wird. Alter! Hoch, hoch, hoch! Alter! Ich hab mich gewonnen, weil ich mich zurückgelegt habe. Junge, Ingi, gewinnt das noch! Weil du dich absolut nicht nach. Das finde ich jetzt aber wirklich lustig. Zum Glück habe ich aber genau die richtige Antwort, wie wir da noch mehr Kapital draus schlagen können. Nebenbei, also wenn wir noch nebenbei in ein Regenbogenglas investieren. Und zwar, indem wir es monetarisieren und dadurch wird es Geld regnen. Hier sehen Sie auch an diesem schönen Pockblick, das ist dann einfach Mike, wenn er sieht, dass die Hater ihn trotzdem beleidigen und auch zu Hause heimsuchen wie den Drachenlord, aber er davon trotzdem gut leben kann. Und es wird dann auch nicht mehr lange dauern, da kauft er sich auch Madeira und weist ungefähr nach Deutschland aus. Da kann er dann auch gucken, wie er zurechtkommt mit dem Haider. Ja, das war meine Präsentation, vielen Dank. Junge, ich komm nicht höher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier kommen die Ergebnisse. Alter, okay. Junge, Ingi gewinnt echt. Ich habe jetzt einfach schon als Assistent mehr bekommen, als ich davor alleine bekommen habe. Echt so. Bereit? Die Bühne gehört dir. Oh nein, Danny wird mich wieder hassen. Ja, wir beide. Hallo, mein Name ist Katze und ich rede heute über Kinder. Eure Mutter hat mir gesagt, ich soll mit euch über echte Hasen reden. Das ist auch von mir. Aha. Also, echt. Wer von denen ist eure Mutter? Ja. Also, es gibt, kann natürlich nur eine Mutter geben und ihr kennt das wahrscheinlich Among Us, ne? Also, es gibt seit dem neuen Update den Shapeshifter. Und ich war damals genau wie ihr. Ich hab mir gedacht, Mann, ich wünschte, ich könnte einfach eine Gummiente essen. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit einem echten Hasen zu tun? Naja, also, Enten stammen ja von Hasen ab, wie man sagt. Also, bevor ich gehe, hat mich eure Mutter noch um eine Sache gebeten. Ihr müsst euch von Corona schützen. Ansonsten liegt ihr dann im Krankenhaus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kann ich mehr antworten? Hier kommt der Zahnrad. Junge, was ist mit Blau? Hatte kurz ein 360. Alter, gerade. Daddy, war ich diesmal gut? In die Tasten. Ja, sehr gut. Euer Kommentar gefragt. Mann, ich würde dich ganz heilen Guppi. Also wetten, Ingi wird dann bei mir der Assistent. Wie wir alle wissen, stammen Häschen von Gummienten ab. Jetzt bist du am Zug. Oh nein! Oh, oh Mann. Ja, ich hasse Pokémon Legends, falls.
Surprise. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Yes. Hallo, mein Name ist Mick und ich rede heute über, wie man mit seinen Eltern über seine Hentai-Sucht redet. Ja, manche Leute kennen es. Man hat ganz viele Hentais und man weiß nicht, wie man das seinen Eltern erklären soll, ohne es weiter zu verstecken. Und deshalb habe ich einfach die Idee, während eure Mutter ihre täglichen Aktivitäten macht, könnt ihr einfach zu ihr ins Wohnzimmer runtergehen, während sie gerade Gymnastik oder Yoga macht, was auch immer sie gerade macht. Und dann könnt ihr sie einfach fragen, Mama, hast du kurz einen Moment Zeit? Ich muss mit dir reden. Aber was geht mich das eigentlich an? Ich habe doch nichts mit Hentai zu tun. Naja, ich habe zwar nichts mit Hentai zu tun, aber diese zwei Stühle, was haben die miteinander zu tun? Auch nichts. Sie können sich nicht anschauen, weil sie keine Augen haben. Aber das beweist einfach auch wieder, wie genial Hentai ist. Ah ne, warte, das ging um was anderes. Das zeigt mal wieder, es ist total möglich, seiner Mutter es zu erklären, was Hentai überhaupt sind. Und zwar mit dem Augenkontakt. Ah. Bin ich dadurch ein besserer Mensch? Ja. Und der Grund dafür liegt auf der Hand. Und zwar... Bin ich ein Zombie? Und zwar auf Serviettenfest. Dadurch, dass ihr eurer Mutter das erklärt, geht das nicht in das Ohr rein und in das andere Ohr wieder raus, sondern es bleibt gespeichert. Und zwar im Gehirn. Das bleibt gespeichert, dass sie euch zugehört hat, dass Hentai irgendwas zum Lesen ist, wo man eine Erektion bekommt. Und eure Mutter versteht das. Sie ist zwar Boomer, aber sie hat es verstanden, weil ihr es genauso gemacht habt, wie ich es euch erklärt habe. Und danke fürs Zuhören. Mütz, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Schauen wir uns doch mal das Diagramm an. Alter, war das so heftig. Wow, jetzt kriegt der Junge Indie gewinnt einfach. Bitte. Pass auf, jetzt kommt er gleich wieder zurück. Wie gut hat dich Indie unterstützt? Ja, sehr gut. Sehr gut. Es geht weiter. Okay. Das Dream Team. Ich hoffe, ihr seid lustig. So, hallo, Unge, Bunge. Mein Name ist Steinstein und ich rede heute über... Ich habe Amongla und ich sehe meinen Crewmate in jedem Bild. Also ich habe schon wirklich... Ich habe schon wirklich Vietnam-Flashbacks davon, das geht gar nicht mehr. Sehen Sie diese Unterhosen? Guck mal, das hier ist der Imposter Among Us. Und das hier sind die Crewmates. Ich kann das nicht mehr wegsehen. Seht ihr das hier unten, der kleine, da wo ich einen Kreis mache, das ist der Kopf einfach. Da ist einfach noch ein Kopf. Das sind einfach zwei Amogus, die zusammengenäht wurden. Das ist richtig gruselig. Also ich kann das nicht mehr wegsehen, Alter. Ich bekomme da immer einen Anfall, wenn ich... Nein. Also ich bin... Im nächsten Bild ist es super einfach zu finden. Und zwar Hier. Was? Wo? Ich hier. Weiß nicht, was du meinst. Und sogar, das wird euch jetzt umhauen, hier. Oh, das Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Als Das sind einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Amogusse. Um das nochmal zu verdeutlichen, schreibe ich Ihnen die große Ziffer hier auf. Also das ist einfach atemberaubend, wisst ihr, ich kann nicht mehr schlafen, ohne Amogus zu sehen. Das letzte Bild enthält sogar 5 Stück davon. Warte, einer davon einmal, ist der Imposter. Einmal hier und einmal, das sieht man kaum, deswegen markiere ich das rot, da unten im Geschenk versteckt. Also das ist wirklich gruselig, die habe ich letztens einfach bei mir zu Hause gesehen, aber ich habe so eine Panik bekommen, dass einer von denen der Imposter ist, deswegen habe ich gleich alle abgestochen. Ja, die habe ich einfach hinter meinem Haus gebunkert, da war schon die Polizei, aber darüber reden wir nicht. Es geht nicht immer! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Beste ist, in keinem der Bilder war irgendwer Alter. Junge, dass niemals durchgebrochen ist, Alter. Ja. Wegen Ingi, aber ganz unten. Einfach komplett gerade. Alter, jetzt wird's bei Ingi richtig hart. Ingi gewinnt einfach. Lass uns einfach immer alle Punkte geben. Gib dem Preis, den du vergeben wirst, noch einen lustigen Titel. Oder benenn ihn nach dir selbst. Mir kann's egal sein. Ich hab den perfekten Preis.
Das Beste kommt zum Schluss. Die absolut ernsthaften und super wichtigen Preise. Der Sassi-Bagger-Preis. Michael, der Ingi hat schon wieder gewonnen. Der Afghan-Preis. Der Homo-Sapien-Preis. Oh, wie wow. Der Beste. Weil das die besten Dad-Jokes waren. Oh, witzig. Ich hasse es, einen Gewinner auszuwählen. Spaß, ich liebe es. Okay. Badabababa. Ja, Dritter! Hallo, mein Name ist Mick und heute rede ich darüber. Ich weiß, das sieht nicht gut aus, aber ich habe einen guten Grund, warum ich Hentai schaue, ja? Ihr wisst ja alle, ich schaue normalerweise keinen Hentai, aber als ich diesen wunderhübschen und richtig cuten Uwe-Hund gesehen habe, dachte ich mir, den muss ich mal im Hentai anschauen, ja? Weil, wenn er schon so gut lecken kann, ja? Wie kann er dann bitte einen Hentai-Waifu lecken? Ja, das habe ich mir gedacht. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, guckt euch diese Zunge an, ja? Die ist überdimensional. Ja, merkt euch das. Dann stimmt ein Bock. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich sage euch auch sofort, was es ist. Ja, und zwar stehe ich nicht nur auf Hunden-Animes oder in Hentais, sondern auf jeden Fall noch auf süße, ufo-kleine Kaninchen. Ja, ich meine, guckt euch diese Augen an, ja? Und diese Schnurrhaare sind so uwu. Ich buchstabiere es nochmal. U-W-U. U. Ja. Da kann ich ja nichts zu sagen, ne? Es ist halt einfach kuschelig, ja? Mehr kann ich ja nicht so sagen. Was kann man dagegen machen? Pommes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oh, danke, Leute, danke. Pommes. Pommes war mir das Pommes nicht das Bild. Der Pommes-Frittenpreis. Danke. Der Pommes-Preis. Danke. Wer hat gewonnen? Ja, denke ich. Heute alles gelernt. Ja, Pommes, was will man da sagen? Alles klar, du bist jetzt dran. Okay. Der Pommespreis, der Pommesfrittenpreis. Okay. Ich sage euch jetzt schon, diese Vorführung ist direkt der Nachfolger zu dem, was wir gerade hatten. Ja, also seid bereit. Hallo, mein Name ist Mick, ihr kennt mich ja schon von vorhin. Und ich rede heute drüber. Ich werde das folgende Bild kritisieren von meinem Standpunkt als Experte für Waifus aus. Ihr wisst ja, jetzt habe ich ganz viele Hentas geschaut, jetzt kenne ich mich schon mit Waifus aus. Deshalb möchte ich die nächsten paar Bilder bewerten, ja. Hier haben wir unsere erste Kandidatin, unsere erste Waifu. Ich mag auf jeden Fall schon mal, dass sie Geld hat, ne. Allgemein, Geld ist attraktiv, ne. Das wissen vor allem noch die Golddigger. Geld ist einfach attraktiv. Überall drumherum ganz viel Konfetti, das finde ich nicht so attraktiv, weil YouTube Compression will hate this, das ist nicht so gut. Ich mag ihr Outfit, das ist sehr hübsch. Ich mag allgemein Rüschen sind immer super. Ihr Gesicht, auch schön, das Make-up. Allgemein, top. Kann man nicht beschweren. Dieses nächste Bild macht mich aber echt wütend, ja. Guckt euch diese Scheiße an. Diese Mutter, ja, ist gerade am Yoga machen, ne. Das Kind unbeaufsichtigt, meine ich, einfach auch am Yoga machen, was übelst wie gefährlich ist, weil es gar nicht laufen kann, ja. Guckt euch das an. Das hier ist ein No-Go. Sowas macht man nicht mit seinem Kind. Und was überhaupt nicht geht, ist, dass sie hier auch noch an ihrem scheiß Laptop schaut. Das geht gar nicht. Das macht mich so wütend. Meiner Meinung als Experte nach ist das letzte Bild das Beste, was ich je gesehen habe. Also wirklich neue Waifu, ne? Ich wollte schon immer mal gay sein und deshalb, dieser Mann ist so unfassbar schön. Guckt euch seine Muskeln an, seine Behaarung, sein Tanktop, da sieht man schön seine Muskeln. Aber das ist nicht das Beste am Bild, sondern, was auch immer das im Hintergrund war, irgendeine Bombe, dieser Kühlschrank. Oh mein Gott, dieser Kühlschrank ist okay, so, okay, du hast mich. Dieser Kühlschrank, unfassbar geil. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War zwar nicht mal gut, aber du hast mich. Und hier kommen die Ergebnisse. Junge, bei mir war gerade einfach ein Knall draus, habt ihr das gehört? Ja.
Pommes.